Es läuft wieder ganz ordentlich bei Wacker Burghausen. Die Schellenberg-Elf hat sich wieder gefangen. Jochen Seitz und die Viktoria dafür zuletzt mit 2 Pleiten. Die Gäste im Blau von rechts nach links legten aber flott los. Björn Schnitzer stark freigespielt, er völlig blank. Der Abschluss aber zu harmlos und klasse reagiert von Wacker-Keeper Egon Weber. Es war ein offenes Spiel, beide Teams hatten ihre Möglichkeiten. Julien Richter scheitert hier an Kevin Birk. Wenig später ähnliche Situation, Richter gegen Birk. Und wieder heißt der Sieger Kevin Birk. Gute halbe Stunde rum, Julien Richter der Aktivposten bei Wacker. Kaum zu stoppen, aber immer mit Pech im Abschluss. Durchgang 2 ähnlich unterhaltsam, die Viktoria wurde mutiger. Messner allein vor Weber. Aber beide Keeper hatten heute einen Sahnetag. Stunde rum, die Seitz-Elf jetzt frech. Ballgewinn, klasse Umschaltspiel. Und dann sieht Björn Schnitzer, dass Weber ein bisschen weit draußen steht. Auch hier fehlen nur Zentimeter. Es war so ein Tag, da wollte der Ball einfach nicht rein. Auch Sammy Amari glücklos. Und so endet dieses klasse Fußballspiel 0:0.